Alter! Wir sind jetzt in dem Working Room drin oder also ich habe keine Ahnung, was. Habt ihr das gehört? Was war das? Was ist das gewesen? Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Poppy Playtime. Und wir spielen heute, wie ihr sehen könnt, eine modifizierte Version. Ja, es ist der Slenderman tatsächlich. Der war beim letzten Mal Thema. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, Leute, schaut euch das lieber nochmal an. Wir haben letztes Mal den Slenderman behandelt, aber wir wollten natürlich nochmal gucken, was hinter diesen verborgenen Türen ist. Denn ich bin ja auch schon hier in dieser Tür gewesen und ich habe jetzt heute auch erstmal nur eine Hand mitgenommen. Ich weiß halt nicht, ob wir beide Hände bräuchten, so vom Ding her. Aber wir wollen heute halt gucken, dass wir hier irgendwie in Testing reinkommen, weil wir halt nicht wissen, was hier so abgeht, ne? Nun gut, Leute. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, wir holen erstmal schnell die zweite Hand. Fast hätte ich's vergessen, Leute. Der gute alte Slenderman braucht doch noch mal kurz ein High Five, Bruder. Moin. Und noch mal ins Gesicht. Und ins Gesicht. Und noch mal ins Gesicht. Natürlich kriegt er auch noch einen auf dem Hintern. Bruder! Okay, jetzt aber wirklich. So, da ist die Hand jetzt auf dem Weg. Also, viele von euch fragen sich natürlich auch immer, wie kommt man eigentlich in die Lobby rein? Mit beiden Handschuhen, weil, Leute, ihr wisst ja, die Tür ist eigentlich verschlossen, da so im Hintergrund. Das können wir gerne auf jeden Fall, oder kann ich euch auf jeden Fall gleich nochmal zeigen. Ihr müsst halt in der Lage sein, quasi Hacks benutzen zu können. Ich kann es euch mal zeigen. Ich habe jetzt hier so eine Konsole, okay? Und in der Konsole kann man Teleport eingeben. Und dann kommt man halt zum Beispiel hier nach oben oder so, kann man sich irgendwohin teleportieren. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Da vorne ist doch ein Fenster. Wie wäre es denn, wenn ich hier Teleport eingebe? Als Beispiel vielleicht mal ganz kurz, wenn ich das jetzt irgendwie da oben hin mache, okay? Funktioniert es nicht. Es funktioniert nicht. Wenn ich hier einen Teleport mache, dann funktioniert's. Wir können uns auf dieses Roof hier rauf teleportieren. Das ist etwas, was ich selber rausgefunden habe. Damit kommen wir hier halt aufs Dach. Und natürlich ist es dann halt auch so, dass du aufpassen musst, wo du hinfliegst. Hier an der Ecke habe ich auf jeden Fall diesen Glitch da gehabt. Und jetzt müsst ihr euch natürlich vorstellen, man muss hier irgendwie jetzt raufkommen und ich habe jetzt hier den Teleport quasi auf dieses Roof benutzt, weil man hier halt locker durchfällt. Ne? Sieht man auch. Wir können von hier aus halt Teleport eingeben, sodass wir zurück in der Lobby sind. Und jetzt fragt man sich natürlich so, was ist denn das jetzt hier nochmal? Hier ist jetzt die gesamte Lobby eigentlich und das wäre gar nicht mal so schlecht für Minecraft, muss ich ehrlicherweise sagen. Leute, da fällt mir gerade mal was ein. Ich hätte Bock, die Poppy Playtime Map in Minecraft nachzubauen. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber so vom Ding her können wir doch da eigentlich mal ein cooles Projekt draus machen. Hashtag Minecraft in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass ich das mal mache. Da würde ich das vorbereiten. Und dann baue ich halt diese Poppy Playtime Map hier einmal nach. Ich versuche das natürlich so relativ originalgetreu zu machen, aber so hier mit dem Boden und so weiter, das wäre natürlich schon mal nicht schlecht, auch weil hier alles so in Blöcken ist und so, ne? Jetzt sind wir auf jeden Fall hier wieder drin und ihr seht natürlich, wir können jetzt beide Handschuhe für diese Tür halt verwenden. So bin ich hier nämlich wieder zurückgekommen. Jetzt haben wir genügend Power, damit wir Testing so ein bisschen angehen können. Ich würde mal gucken, dass wir hier irgendwie so einen Weg nach oben bauen. Dafür müssen wir halt jetzt erstmal viele Klötzchen besorgen. Wenn wir das große Ding nehmen, ja, können wir. Ist ja schon mal ganz gut. So, das große Klötzchen muss jetzt irgendwie hier rauf. Ja, das haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Dann nehmen wir nochmal so ein Stückchen. Okay, ich würde sagen, ich mache das einmal ganz schnell und dann bin ich sofort wieder am Start. Okay, ich habe jetzt hier einen relativ so eine Art Weg hingebaut, so dass wir jetzt halt einfach hier hochkommen. Das haben wir beim letzten Mal auch so gemacht. Wir haben jetzt hier eine Kamera. So an sich kommen wir jetzt erstmal nicht hier rein. Okay. Ja, das ist schon in der Tat sehr merkwürdig hier. Wir können leider auch super schlecht in diesen Gang reinschauen. Vielleicht müssen wir von der anderen Seite irgendwie versuchen, da reinzukommen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal diese verdammten Pakete. Okay, ich kann das da nicht wegnehmen, ne? Warum ist da vorne so ein Stück Würfel, den wir nicht verschieben können? Der ist fest. Aha. Das ist ja schon wieder merkwürdig, muss ich sagen. Okay. Ich bin ja mittlerweile mit dem Grab Pack, also ich habe es ja komplett einstudiert, das Teil. Ich weiß ja genau, welche Handbewegung ich machen muss, damit ich hier so Sachen einfach lockerlässig hinstellen kann. So, ich schiebe jetzt das Ding richtig schön weit
daneben und pack das andere Teil so auf, dass wir mal von der anderen Seite jetzt drauf kommen können. Und dann gucke ich mal, ob wir von da aus irgendwie uns rein teleportieren können. Ne? Das wird hier, denke ich, eine relativ knappe Kiste. Man müsste dann vielleicht das ganze Ding irgendwie nochmal daneben stellen. Ja! Nein! Ich war doch fast da! Ich war doch fast da! Hä? Hört ihr das? Warte mal ganz kurz! Hört ihr das? Yo, Digga, was geht denn hier ab? Warte mal ganz kurz. Was ist denn das zur Hölle da oben? Oder da unten? Leute, Alter, ich glaube, wir fallen gerade nach unten. Okay. Uff. Oha. Was ist denn hier passiert? Das ist ja auch schon wieder eine ganz neue Map anscheinend. Okay, Leute, also ich habe jetzt das Spiel angehalten und wir gucken uns das Ganze hier mal an. Das scheint, als wäre das hier ein richtig langer Gang so. Was ist das denn hier? Da ist ja noch ein Computer, richtig so eine... Alter, wir sind jetzt in dem Working Room drin oder... Also ich habe keine Ahnung, was... Habt ihr das gehört? Was war das? Was ist das gewesen? Oha, Bro. Also ganz ehrlich. Ich hab jetzt schon wieder Schiss, ne? Hier ist einfach, also das ist so ein übelst langer Komplex im Prinzip. Da können wir jetzt auch noch durch. Okay, hier wird's richtig dunkel. Aha. Was ist hier so? Hier ist einfach erstmal nur eine Tür. Okay. Wir sind jetzt also in so einem Komplex mit verschiedenen Räumen, kann man so sagen. Aber nicht näher auch bezeichnet. Okay, ich muss jetzt mal vielleicht irgendwie gucken. Was bedeuten diese Gänge hier? Wenn wir jetzt hier mal rein... Oh, warte mal. Hier ist so eine Tür irgendwie anscheinend noch geöffnet. Oha! Leute, ist das der Working? Die Working Area? Haben wir hier gerade die Working Area gel... Habt ihr das gehört? Junge, das ist nicht mehr witzig, Mann. Was ist denn das, Digga? Ist das nicht eine Sirene oder so? Schiebe ich jetzt aber diesen ganz anderen Film, muss ich auf jeden Fall sagen. Okay, wir sollten uns hier anscheinend beeilen. Wir haben jetzt hier diesen Sneak Peek bekommen, aber wir sind jetzt hier irgendwie anscheinend in den Toiletten noch so drin. Ja, es sieht halt aus, als wäre das hier so ein Arbeitsbereich, ne? Okay, crazy. Also das ist wirklich mega verrückt. Ich bin mal gespannt, was das hier noch werden soll. Die Map ist an einigen Ecken sehr dunkel. Was ist das? Und gruselig. Aber es wird wohl danach, also es wird wohl so sein, als würden wir das Ding hier irgendwann auch sehen, ne? Das ist ja richtig groß. Freunde, was ist das da hinten? Hä? Ist das Tyranid? Wow! Ja, Leute, das war's mit einem weiteren Poppy Hacktime-Video. Falls ihr Siren Head sehen wollt, lasst ein Like da und schreibt Hashtag Sirene in die Kommentare. Danke fürs Zusehen. Dickes Küsschen. Denno out.